Hallöchen auch, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Wimmelbild-Abenteuer auf den Holy's Click-Abenteuer-Kanal. Und zwar Chronicles of the Witches and the Warlocks. Ja, ich würde mal sagen, wir machen keine Experience mehr. Wir machen sofort, wir starten sofort mit dem Spiel. Es handelt sich auf jeden Fall um ein modernes Wimmelbild-Spiel. So viel kann ich euch sagen. Es hat auch leider keine Sprachausgabe, das muss ich auch dazu sagen. Sorry, wenn ich jetzt in der Szene reinquatsche. Es wird eh nicht gesprochen, von daher. So, damit begrüße ich euch zur ersten Folge von diesem wunderschönen Wimmelbild-Spiel. Man sieht, die Zeichenart ist sehr, sehr schön. Die Animationen sind genial. Hier der Blitz, der hier gezeigt wird. Der Regen, der hier runterprasselt an ins Fenster. Es ist wirklich wunderschön gezeichnet. Und ja, man kann anscheinend leider nicht das Inventar hochbehalten, weil sonst wäre hier ein Vorhängeschloss oder irgendein anderes Symbol dafür. Wir nehmen mal unser Handy mit. Unser Schlüsselteil hier, 1 und 2, okay. Da liegt auch eins. Machen wir unseren Aktenkoffer auf. So, ich würde mal sagen, wir schmeißen erstmal unser Handy hier rein. So, dann schauen wir uns mal weiter hier ein bisschen um. Da haben wir einen Schlüssel. Ach, der gehört auch schon hier rein. Schaut mal. So, dann haben wir das. Dann denke ich mal, dann gehört das die Schlüsselteile hier, weil hier so ein Gewicht, also eine Waage abgebildet ist und auf den Schlüsselteilen auch so eine Waage ist. Dann gehört das hier auch rein. Nehmen wir unser Tagebuch mit. Vor einer Stunde dachte ich noch, dass heute ein guter Tag wäre. Heute habe ich es geschafft, einen komplizierten Erbschaftsfall zu gewinnen, an dem ich schon seit über einem halben Jahr gearbeitet habe. Wenn ich nicht den alarmierten Anruf von Danny erhalten hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich meinen Sieg feiern. Ich muss gleich auf die Polizeiwache gehen und herausfinden, in was für Schwierigkeiten Danny dieses Mal wieder steckt. Okay, gut. Haben wir hier einen Ausweis. So, dann setzen wir das Ganze hier rein. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch nach draußen. Also, wenn ihr die Texte da unten lesen wollt, einfach keine Empfehlung, einfach mal pausieren und dann lesen. Weil so schnell wie die Texte da vorangehen, das schaffe ich nicht zum Vorlesen.
Was ich ein bisschen merkwürdig finde, die Frau hat überhaupt keine Emotionen im Gesicht. Also, wie kann man das so sagen? Sie guckt halt immer starr in eine Richtung und nicht mal so besorgtes Gesicht oder so, aber nur eiskalt so. Ja, okay. Ich kümmere mich drum. So in etwa. Noch eine Journalistin, die Polizei sagte, dass niemand in das Zimmer des Opfers darf. Verschwinde von hier. Oh wow, mach doch gleich auf unhöflich. Was ist, wenn ich einfach ein Zimmer gewollt hätte? Hättest du Geld verdienen können? Wann denn? Was für ein einsinniger alter Mann. Es ist schade, dass ich Danny nicht fragen kann, in welchem Zimmer er abgestiegen ist. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um an diesen alten Grieskram vorbeizukommen. Grieskram ist noch untertrieben. Upsi. Oh, hast du jetzt mehr schlechte Laune? Oh. Tut mir jetzt aber nicht leid. Ja, nee, ist klar, weißt schon. Es ist eine Bonbon-Schüssel. Die ist zu Bruch gegangen. Klar, gibt es auch noch kleinere Teile, wo man Staubsauger einsaugen kann. Entschuldigung. Aber das ist schon übertrieben. Ich sag ja, Wimmelbit-Spiele haben ihre eigene Logik. Und über die werde ich mich jedes Mal lustig machen, egal was kommt. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da kann ich nichts machen. Hier ist wieder eine Aussparung, also kommt da wieder eine Art Amulett rein. Was haben wir hier? Eine Karte. Gut. Dann kann man hoffentlich auch Schnellreise machen. Aber die haben wir jetzt gerade nicht nötig. Da haben wir eine Schere. Ich denke mal, ich kann jetzt einfach hier hochgehen, der ist eh beschäftigt, der Mann. Und da haben wir unser erstes Wimmelbild, was uns hier anglitzert. Aber ich schaue mich erstmal hier so im Raum noch um. Da haben wir ein Diadem. Kann ich hier noch mitnehmen. Und ein Schlüsselteil wahrscheinlich wieder. Ja, dachte ich mir schon. Mit der Schere kann ich die Polizeibänder durchschnibbeln. Aber sonst kann ich hier nichts angucken. Also gehen wir mal zu dem Wimmelbild. So, für die Leute, die jetzt erst in diese Folge, also in diesen Let's Play eingestiegen sind auf meinen Kanal. Ein Wimmelbild ist das hier. Du hast eine Szene mit haufenweise Gegenstände. Und ein Gegenstand in dieser Szene bringt dich im Spiel ein Stückchen weiter. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass irgendwelche Begriffe unten in der Objektliste rot geschrieben sind zum Beispiel. Das bedeutet nichts anderes, als dass dieser Gegenstand erst zusammengefügt werden muss. Da fehlt was oder da muss man was draufsetzen oder ähnliches. Aber das seht ihr jetzt. Man kann natürlich jetzt querbeet durcheinander alles anklicken. Was ich aber auch noch einen Tipp geben kann, wenn zum Beispiel jetzt, ihr habt ein Wimmelbild hier wie das hier so ähnlich und da ist die Hälfte im Dunkeln. Ganz guter Tipp, im Dunkeln aufsuchen, da könnten sich nämlich auch Gegenstände verstecken vor euch. So. Ich würde mal sagen, Flöte haben wir hier. Die Animation ist schön. Boxhandschuhe. Okay, jetzt haben wir den ersten roten Begriff. Und ich habe es auch schon gesehen. Hier haben wir das Telefon, hier haben wir die Hörer. Zack. Weg damit. Tennisball ist hier. Schlaftabletten sind hier. Da ist der Brief, den machen wir auf. Brief kommt raus, haben wir den Brief. Da ist die Kehrschaufel, da ist der Pfeil. Da ist der Engel. Das Tuch kann man wegmachen, da ist die Rose. Schlüssel ist hier. Geodreieck ist da. U ist hier. Pinsel ist da. Smiley ist hier. Und Glocke ist hier oben. Also, es ging jetzt bei mir so schnell deswegen, weil ich schon sehr viele Wimmelbildspiele gespielt habe. Ich meine, man kann es hier in meiner Webcam hier sehen. Da im Regal sind auch andere Wimmelbildspiele. Ich habe aber auch welche auf Steam. Die werde ich natürlich auch Let's Playen, keine Frage. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem hier. So. Ups. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark diese Schlaftabletten sind. Alter. Die müssten quasi schon heißen, nimm mich ein und du bist weg. In eine Sekunde. Alles klar. So. Komischer Stab, den er hat. Wie heißt er denn?
Emmanuel Emeli Soal. Was ist das für ein komischer Name? Ich glaube, das brauchst du nicht. Lieber Emil. Weil das brauchen wir hier. In die Aussparung da rein. So, dann haben wir hier Danny. Raum 402. Gut, da haben wir wieder was. Ich habe Glück, jetzt muss ich den Schlüssel für Zimmer 402 finden. Der ist wahrscheinlich hier. Jawohl, da schaut mal. Zack. Das sieht auch verdächtig aus. Da ist eine Figur. Okay. Dann gehen wir hoch. Dann wissen wir ja, welchen Raum wir nehmen müssen. Nämlich den hier in der Mitte. Ja, runterdrücken, reingehen. Wie wär's? Okay, da ist das, was unser Danny aufgezeichnet hat. Schaut mal, ich zeig's euch nochmal. Hier, seht ihr das? Es hat sich als komplizierterer herausgestellt, als ich gedacht habe. Natürlich ist Danny kein Mörder, er ist nur ein Abenteurer, der manchmal etwas über das Ziel hinausschießt. Aber wie kann ich die Polizei davon überzeugen? Ich muss versuchen herauszufinden, wer ihn hereingelegt hat. Jetzt habe ich eine Karte. Ich kenne mich hier nicht gut aus. Sie sollte also wirklich nützlich sein. Ja, okay. Gut, dann habe ich das Überlesene, das ich überlesen habe, gelesen. Okay, da fehlt ein Griff, das sehe ich jetzt schon. Okay, kein Schalter. Wir müssen den Schalter finden. Das ist zum Beispiel so klar wie Kloßbrühe. Da fehlt ein Löwenkopf. Okay, der fehlt natürlich das Diadem, was wir dabei haben. Da kommt wahrscheinlich jetzt der Vogel rein. Und der fällt einfach der Bauch ab. Die war schwanger. Entschuldigung. Dann haben wir das erste Totem. Okay. Und ich schätze mal, wir müssen hier, so wie jetzt das hier so angezeigt ist, wahrscheinlich alle sammeln von denen hier. Vermute ich jetzt mal. So. Ich kann ja trotzdem nochmal hier hingucken. Oh, das tat bestimmt weh. Hi. Okay, da war ein Geist. Jetzt wird's ein bisschen paranormal. Aber dann wär's ja langweilig, wenn's nicht irgendwas Besonderes passieren würde, oder? Den hat der... Warte mal, ist doch der gleiche Stab, den der Page gehabt hat, oder? Ich sehe seltsame Dinge. Ich habe gerade ein junges Mädchen in einem altmodischen Kleid gesehen. Sie war allein in einem leeren Zimmer. Ich verstehe das nicht. Was geschieht mit mir? Das ist zwar beängstigend, aber ich werde nicht aufgeben. Ja, das sollte man auch nicht. So, springen wir gleich in das nächste Wimmelbild hier. Knopf. Leiter. Raubendreher. Tannenzapfen. Ring. Tennisball. Feder. 20. Maharajas. Okay, Zuschauerfrage. Für die Leute, die dann die Folge hier sehen. Heißt das Giraffe oder Giraffe? Einfach mal so eine Zuschauerfrage. Da haben wir das Kanu, da haben wir das Pferd, da haben wir das Portemonnaie. Und jetzt brauche ich auch noch das Thermometer. Hier. Und wir kriegen den Lichtschalter, gut. Dann setzen wir den hier ein. Kriegen erstmal einen elektrischen Schlag, ist logisch. Und machen Licht im nächsten Raum an. Okay, sie ist tatsächlich ein Geist. Natürlich schreibt das die liebe... Wir haben nicht mal eine Ahnung, wie die heißt, die Frau. Nennen wir sie einfach mal Lisa. Ich habe das Mädchen noch einmal gesehen, aber dieses Mal habe ich versucht, meine Angst unter Kontrolle zu halten. Ich hatte das Gefühl, als wollte mir das Mädchen helfen. Es war so, als würde sie mich in Richtung des Kleiderschranks dirigieren. Okay, jetzt schauen wir uns natürlich erstmal um. Okay, da haben wir einen Schlüssel.
Hier können wir anscheinend noch nichts machen. Da brauchen wir eine Diskette oder sowas in der Richtung, vermute ich jetzt mal. 1856 bis 1930. Okay. Arnold Howard, 1856 bis 1930, erforschte alten... Das ist aber Rechtschreibfehler, oder? Erforschte alten Sprachen. Das heißt, erforscht alte Sprachen und Rituale. Ja, da haben wir zum Beispiel auch wieder ein Problem. Es gibt, das habe ich schon so oft in so vielen Wimmelbildspielen erlebt, dass es anscheinend den Übersetzern von Englisch auf Deutsch so schwer fällt, ordentliche Arbeit zu machen. Oder es fehlt dir die Zeit oder das Geld. Und da hier schon eine verbogene Büroklammer ist, vermute ich mal, dass wir es auch so aufkriegen. Puff, okay. Okay, ein Delfin, eine Delfinstatue und ein Lesezeichen. Okay, gut. Das heißt, glaube ich, wir können hier nochmal zurück. Weil hier ist du und mit den Lesezeichen vermute ich mal, dass wir es aufschieben können. Könnte ja das Schlafzimmer sein. Ich hatte recht, wow. Okay. Da ist was, das sieht schon ein bisschen fertig aus. Da mal ein Tuch. Was zur Hölle? Und hier fehlt die Kette. Alles klar, ich verstehe. Was ist das denn? Ein ungewöhnliches Symbol. Ich frage mich, warum es hier ist. Weil Symbole gemalt wurden und die deswegen hier sind. Was auch immer. Und da kann ich wieso zusammenzählen. Wir haben so diesen Stock. Also nehmen wir die Figur einfach jetzt mal hier mit. Was zur Hölle? Also das ist ein sehr seltsames Hotel. Das sieht wie eine Art Mechanismus aus. Es fehlt aber definitiv etwas. Ja, eine Tasse vermute ich mal. Wegen den Rand. Wuss. Alter, da geht aber mit den Klamotten einer auf Nummer sicher. So sieht, das sind meine Klamotten. Vorhänge geschlossen und so weiter. Okay, da mal ein Wimmelbild getriggert. Was für ein großer Kleiderschrank. Es könnte etwas dahinter sein. Ja gut, dann schieb doch mal. Nee, wir spielen wahrscheinlich wieder eine mit Papierärmchen. So, nochmal mal das Wimmelbild hier weiter. Fliege. Figur. Ein Feuerzeug oder was? Kosmetiktasche. Okay, gleich gefunden. Drei Herzen müssen wir hier finden. Meins gebe ich aber nicht her. Mein Herz gebe ich nur der Person her, die ich dann später heiraten werde. Da ist noch ein Herz. Fehlt aber noch ein Herz. Also das hier, dieser Kartenbehälter, erinnert mich voll stark an das Vermächtnis der Templerritter. Ein ganz guter Film. Wo ist denn hier ein Herz? Oh Gott, direkt in der Mitte und ich sehe es nicht, ich Lappen. Ich beleidige mich selber als Lappen. Aufwischlappen. Das krasse Mal, bei einem meiner Wimmelbild-Let's Plays war einmal ein Kommentar dabei, wo derjenige gesagt hat, hey, wieso beleidigst du deine Zuschauer? Obwohl ich sage, ich glaube, ich habe früher öfters, wenn ich was nicht gesehen habe, gesagt hat, ich bin ein Blindfisch. Und dann schreibt halt wirklich einer in den Kommentaren, hey, wieso beleidigst du deine Zuschauer? Hä, macht das irgendwie Sinn für euch? Nee, oder? Aber wenn ich sage, ich bin ein Blindfisch, wenn ich euch beleidigen wollen würde, müsste es ja doch heißen, ihr seid doch solche Blindfische. Verkehrte Welt, sag ich nur. So, ein Ordner, ein Stein, Muschel. So, Muschel sehe ich hier. Bild sehe ich hier auch. Schachtel, hier. Ein Blatt. Haben wir hier. Origami ist hier. Ein Stein. Ich soll hier einen Stein suchen. Wow, voll die Herausforderung. Und ein Ordner. So, das ist ein Brief. Okay, da ist ein Ordner. Immer die Eulenstatue. Supi. Gut.
Dann gehen wir wieder zurück ins Wohnzimmer. Also im Wohnbereich. Also es könnte ein Wohnzimmer sein. Nee, ich will nicht dahin, weil da, die habe ich ja schon von der Ferne gesehen. Also zack. Zack. Und zack. Und jetzt muss ich wahrscheinlich das noch denen zuordnen, oder? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich benötige einen Hinweis. Mädel, guck doch die Köpfe an. Da haben wir einen Wolf, da haben wir eine Eule, da haben wir einen Bären, da haben wir Bison oder Delfin. Alter, also das Mädel ist schon ein bisschen beschränkt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Was die Sache angeht. So, jetzt haben wir ein Tuch. Was soll ich mit dem Tuch anfangen? Soll ich putzen oder was? Soll ich mit dem Spiegel putzen? Nee, daraus wird nichts. Was sagt denn die Karte? Ausrufezeichen bedeuten nichts weiter, als dass hier irgendwelche Aufgaben sind, oder? Hier gibt es nicht mal eine Erklärung, was die einzelnen Symbole auf der Karte so sein scheinen. Also ich glaube, das bedeutet, dass wir hier sind. Und wir haben noch zwei, die anderen Räume. Oh, es gibt Schnellreise. Gut. Aber was soll ich jetzt hier machen? Ist die Frage der Fragen. Ach, ich sollte den Fernseher sauber putzen. Okay, sie hat sich's hoffentlich aufgeschrieben. Das ist irgendetwas mit den Statuen auf dem Regal zu tun. Ja, gut. Ich glaube, ich kann auch selber rausfinden, wo welches Tier ist, weil die haben doch dementsprechende Klamotten an. So, ich vermute mal, dass der dahin kommt. Und ich würde sagen, der kommt dahin. Der kommt hierhin. Der kommt dahin. Hä? Okay, das verwirrt mich zwar ein bisschen, aber gut, dann machen wir es halt eben so. Er kommt dahin. Jetzt mal der Bison. Das, ich weiß nicht, was soll das für dir sein? Soll das der Bison sein? Das wäre irgendwie unlogisch. Aha! Okay, ein Portal gleich. Es sieht so aus, als müsste ich akzeptieren, dass ich es hier mit Magie zu tun habe. Kleine Mädchen aus der Vergangenheit, Portale in parallele Universen. Ich sollte all das einfach als gegeben hinnehmen und weitermachen. Ich vermisse die Tage, als ich in mein Tagebuch nur Klientenadressen und was Interpretationen von rechtlichen Artikeln waren. Ach, heul nicht rum. Stargate! Das erinnert mich voll an Stargate. Okay. Dickes Haus, wenn es nicht ein bisschen so verdreckt wäre. Oder die Vorhänge kaputt wären. So, aber ich sag jetzt mal an dieser Stelle, Freunde, war es das für die erste Folge von Chronicles of the Witches of the Warlocks. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das steht ja im Titel auch drin, also von daher. Und dann sag ich mal, bis demnächst. Euer Holly von Hollys Klick-Abenteuer-Kanal. Tschüss.